Verbraucheralltag. Man kauft übers Internet ein, bestellt zum Beispiel bei Amazon Bücher. Der Kunde zahlt die Rechnung, selbstverständlich samt Umsatzsteuer. Amazon aber zahlt in Deutschland kaum Steuern und das bei einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro. Diese Unternehmen üben auch Druck aus, indem sie sagen, wenn ihr euer Steuerrecht nicht so gestaltet, wie wir das gerne hätten, dann kommen wir eben nicht zu euch. Die wirtschaftliche Macht dieser Unternehmen ist sehr, sehr groß. Und so hat Amazon seine Europazentrale in Luxemburg angesiedelt, bekannt für seine niedrigen Steuern. Mit dem Großherzogtum erneuerte die Bundesregierung zuletzt 2012 ihr Doppelbesteuerungsabkommen. Danach müssen Luxemburger Unternehmen in Deutschland zwar Steuern zahlen, aber mit gewichtigen Ausnahmen. Und das sind Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden. Danach gelten die riesigen Amazon-Logistikzentren mit ihren 2000 Mitarbeitern als Auslieferungslager und zahlen kaum Steuern in Deutschland. Doppelbesteuerungsabkommen sollen ja vermeiden, dass die gleiche Aktivität zweimal in unterschiedlichen Ländern besteuert wird. Im Ergebnis sieht das halt so aus, dass das Unternehmen sich jetzt das Land aussucht, wo es die niedrigsten Steuern zahlen muss, dort seine Gewinne verbucht und damit einer Besteuerung im anderen Land ganz entgeht und insgesamt nur sehr, sehr niedrige Steuern zahlen muss. Auch sonst kommt Deutschland Investoren sehr entgegen. Wer eine Wohnung kauft, zahlt Grunderwerbssteuer. Nicht aber, wenn ein Großinvestor gleich hunderte Immobilien kauft, wie jüngst in Berlin geschehen. Eine Reihe von Immobilien wurden zu einer Gesellschaft zusammengefasst, zur TLG Immobilien. Käufer war eine sogenannte Heuschrecke, Lone Star. Die kaufte die Immobiliengesellschaft nicht direkt, sondern über zwei Tochterunternehmen. Damit nutzte Lone Star legale Steuerlücken aus, sparte sich so allein in diesem Fall 55 Millionen Euro Grunderwerbssteuer. Das Tax Justice Network ist ein Zusammenschluss von Steuerexperten, die für globale Steuergerechtigkeit eintreten. Die haben sich die deutschen Steuergesetze dahingehend genau angeschaut. Deutschland ist für Anleger beispielsweise aus Russland, der Türkei oder Südafrika genauso eine Steuerfluchtburg wie die Schweiz für Deutschland. Man kann hier Gelder so anlegen, dass im Heimatfinanzamt davon niemand erfährt. Die Gelder sind steuerfrei. Man kann auch anderweitig Kapital hier sehr gut verstecken. Und schließlich kann man hier auch Gewinne aus unternehmerischer Tätigkeit so klein rechnen, dass keine Steuer fällig wird. Deutschland ist zum Niedrigsteuerland geworden, zum Wohle der Wirtschaft. Dafür haben mehrere Bundesregierungen in den vergangenen Jahren gesorgt. Körperschaftssteuer, Höchstsatz 56% im Jahr 1980, heute 15%. Einkommenssteuer, Höchstsatz 53, heute 42%, plus 3% für Großverdiener. Gewerbesteuer, 2008 von 5 auf 3,5% herabgesetzt. Vermögenssteuer seit 1997 ganz gestrichen. Im europäischen Vergleich rangiert Deutschland mit gut 30% Steuern für Unternehmen im unteren Drittel. Zudem dürfen sich Unternehmen arm rechnen. Ein Beispiel, ein Maschinenbauunternehmen. Das gründet ein Tochterunternehmen. Dort werden Schrauben hergestellt. Marktwert 5 Cent je Stück. Die Schrauben werden an das Hauptunternehmen geliefert, Stückpreis 5 Euro. Diesen fiktiven höheren Preis verbucht das Hauptunternehmen als Kosten. Dadurch reduziert sich der Gewinn auf dem Papier und die Steuerbelastung. Unterm Strich ein höherer Gewinn für das Unternehmen. Durch solche Verrechnungstricks zahlen die Unternehmen noch nicht einmal die 30%, sondern tatsächlich nur 21% Steuern, hat Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ausgerechnet. Er hat auch ermittelt, wie hoch die Einnahmen sind, die dem Staat durch legale und illegale Tricks entgehen. Die Besteuerungslücke beträgt für das Jahr 2008, neuere Daten gibt es leider nicht, 90 Milliarden Euro. Wenn diese 90 Milliarden Euro tatsächlich versteuert würden, dann hätte der Finanzminister ein Mehraufkommen von etwa 30 Milliarden Euro. Die Zahlen sagen uns ja ganz eindeutig, dass offensichtlich das, was parlamentarisch beschlossen ist, was der Gesetzgeber will, schon lange nicht mehr Realität ist. Steuergesetze und ganz legale Schlupflöcher für Unternehmen haben Deutschland in der Liste der Steueroasen ganz nach oben gebracht. Auf den ersten Plätzen, wie zu erwarten, die Schweiz, Luxemburg und Hongkong.
Aber schon direkt nach dem Libanon folgt Deutschland auf Platz 8. Sogar noch vor den bekannten Steueroasen Jersey, Panama und Virgin Islands. In Deutschland lassen sich, wie in anderen Steueroasen auch, wunderbar Gelder und Kapital verstecken, indem man beispielsweise GmbHs, AGs, Treuhandschaften gründet, die nirgendwo offenlegen müssen, wem sie tatsächlich gehören, wer die wahren Eigentümer sind. Das wird offenbar auch gerne von der organisierten Kriminalität missbraucht. Vor 2 Jahren erklärte der italienische Oberstaatsanwalt und Mafiajäger Roberto Scarpinato, Deutschland gehört seit mehreren Jahren zu den Ländern, die die Mafia sich ausgesucht hat, um ihr Geld zu investieren. Soweit der Bundesfinanzminister einerseits weiß, dass die Geldwäsche zunimmt, vor allem von mafiösen Geldern, andererseits aber nicht aktiv wird dagegen, dann muss man sagen, er lässt das zu, er akzeptiert und toleriert Deutschland als eine Geldwäscheanlage. Und das ist natürlich eine absolute Bankrotterklärung für einen Finanzminister. Das Bundesfinanzministerium erklärt dazu, Lücken im nationalen Besteuerungsrecht seien unverzüglich geschlossen worden. Und steuerliche Regelungen in internationalen Verträgen könnten durch Deutschland allein nicht geändert werden. So stiehlt man sich aus der Verantwortung.